Und da sind wir auch wieder bei einer neuen Episode YouTubers Live, Ladies and Gentlemen. Schön, dass ihr dabei seid. Wir haben eine Aufgabe abgeschlossen. Und zwar weiß ich gar nicht, welche. Welche Aufgabe haben wir denn abgeschlossen? Auf jeden Fall freue ich mich, dass ihr bei der neuen Episode von diesem fabelhaften Let's Play dabei seid. Wir müssen uns umziehen, denn wir haben ja ein neues T-Shirt bekommen. Ist es denn da? Ja, oh geil. Comic-Shirt. Und wir haben ja eine besondere Convention, denn Dell hat uns ja das... Oder Dall, Entschuldigung, oh Gott. Dall hat uns ja das erste Mal eingeladen. Und da müssen wir natürlich unbedingt hin und mal gucken, was da so passiert. Und, die Lady, hör mal, die hat aber wieder eine flotte Frise. So, wir haben bald die 100.000 Abonnenten geknackt. Ja, das ist ein Meilenstein, den wir gemeinsam feiern werden. Willkommen vor, willkommen auf der Präsentation von American Bingo. Das ist ein RPG-Spiel und wir werden es auf Doll-PC rausbringen. So klingt das immer, wenn der Curry mit mir redet. Die Presseversion, ja, ist natürlich wieder kein Problem. Es ist ja echt so, Leute, das ist, ihr denkt, das ist ein Klischee, ne? Aber es ist echt so, immer wenn man Pressemitteilungen von Publishern kriegt oder Spieleentwickler, dann ist es immer so, dass die dann immer sagen, das herausragende Spiel. Und am Schluss ist es voll blöd. Oh. Okay. Ja, ich gehe jetzt. Maradiodel, Lady, ich verzieh mich ja mal. Zack, zack, Dennis ist weg. Okay. Was habe ich denn für eine Assi-Hose an? Sieht richtig aus wie so ein Nerd gerade. Wobei, jetzt habe ich gesagt, dass Nerds Assi aussehen, ne? Das ist natürlich nicht so gemeint. So, wir posieren mal für die Presse, denn wir sind ja ein bekannter YouTuber inzwischen. Und das bringt wieder Erfahrungspunkte. Ey, wir dürfen einfach niemals bekannt werden, laut des Bodyguards. Der Bodyguard ist mein neuer Feind nach Esperanza. Und wer die ersten 10 Folgen gesehen hat, der weiß, Esperanza hat uns ziemlich in die Weißen getrieben. So, Dennis W., danke für das Erscheinen bei der American Bingo Präsentation. Wir hoffen, wir können dich auf weitere, wir können bei weiteren Events auf dich zählen. Klar. Machen wir. So, ich geh mal schlafen. Hallöchen, bist du Dennis Wert? Ich habe gehört, dass du ganz gute Videos machst. Okay, ja, komm. Schon wieder eine neue Konsole kaufen? Nein, wir können keine Konsolen kaufen. Es tut mir wirklich leid. Wir müssen nämlich sparen. So, ein Hotdog. Wir müssen auch bald wieder einkaufen. Wir haben 100.000 Abonnenten, Leute. Wir haben 100.000 Abonnenten erreicht. Kann man sich auch all kaufen? Warte mal. Hallo, mein Name ist Isabelle und ich rufe wegen einer Bankgelegenheit an. Wir würden gerne... Lass sie reden. Okay. Also langsam wiederholen sich ja die Aufgaben dezent. Ja. So, wir gehen mal Essen kaufen. Gibt's hier auch so richtig harten Scheiß? Ne, auch eine Pizza können wir kaufen. Komm, kommen wir... Einen Kaffee können wir auch noch kaufen. So. Die Pizza hat jetzt echt 15 Dollar gekostet. Alter. Glückwunsch, du bist der 666. Besucher in unserem Online-Store. Lese weiter und erhalte einen sensationellen Gewinn. Weiterlesen. Du bist ja, okay, wir haben 50 gekriegt. Yo! So, und wir gehen mal arbeiten. Und zwar programmieren. Ja, weil dann haben wir ein bisschen wieder was auf der Kralle. So. Strike a la lalala. Ne, Strike all lalala. Kriegt bald die 100.000 Aufrufe. Wir haben 107.000 Abonnenten jetzt schon. So, der nächste Meilenstein ist ja 500.000. Dann hat mein virtuelles Ich mehr Abonnenten als ich. So, in der Realität. Okay. Wir gehen jetzt nochmal schlafen und essen wir was und dann gucken wir, ob wir da was Neues kaufen können. Weil wir verlieren nämlich gerade Abonnenten. So, das Video können wir noch halten nachträglich. Weil, ne? So, was habe ich mir nochmal gekauft? Eine Pizza, oder? Komm, hauen wir uns mal eine Pizza rein. Wo ist denn die Pizza? Oh, wir müssen mal ein bisschen was mit unserem Lady machen. Deswegen müssen wir mit der unbedingt ins Kino, sonst drohen unsere Beziehung zu scheitern. Mit der haben wir in letzter Zeit ja gar nichts gemacht. Okay, wir haben wieder eine Einladung bekommen. Boah. Viele Erfahrungspunkte, die kriegt. Ja, klassisch, ne? ...100.000 Abonnenten ist so viel auf YouTube. Viele Leute sagen immer, ich habe nur 100.000, ich habe nur 50.000, ich habe nur 30.000. Ihr müsst halt bedenken, es sind 30.000 Menschen, die euch abonnieren. Selbst 1.000 sind viel. Ja? Geh mal auf ein Konzert mit 1.000 Leuten. Oder irgendwo hin, wo 1.000 Leute sind. Ihr werdet sehen, was ich meine. So, das sind super viele Menschen. Also das sollte man sich echt vor Augen führen, weil man sieht auf YouTube ja immer selber nur die Zahl. Und gar nicht, was dahinter steckt. Aber wenn man natürlich viele inaktive Abonnenten hat. So, das ist mal schön für die Seele, ne? Sich mal wieder mit seiner Lady zu treffen, ein bisschen mit ihr zu quatschen. Oh, da geht's doch richtig schön zur Sache hier. So, wir können ja auch mal einen Vlog hier aufnehmen mit unserer Lady.
Ja, ist natürlich super schön, wenn man mit seiner Freundin unterwegs ist, dass man erstmal die Kamera nimmt und ein Video macht. Dieses Geräusch ist so eklig. So. Der Singer-Kommentar. Ernster Kommentar? Ja, man muss ja ein paar Sachen erzählen, wo man gerade ist und so weiter. Ein lustiges Kommentarchen, das freut die Leute immer, ne? Witzig, Witzigkeit. Witzigkeit kennt keine Grenzen. So. Outro mit Logo. Das ist doch toll. So, das bearbeiten wir dann zu Hause. Wir reden noch ein bisschen mit unserer Lady, weil wir müssen echt nämlich unsere Beziehung. Guck mal, das schwindet nämlich langsam. Ich meine, hey, du bist mit einem YouTuber zusammen, mein Schatzebärchen. So, bla 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 bla. Ja, wer lacht denn da so? Ja, ist das lustig. Boah, ich will mal gerne wissen, was der für eine Story erzählt. So. Okay, dann gehen wir doch mal wir zwei jetzt ins Kino, oder? Komm mit, mein Baby. Du und ich, together, we are strong for this. Oh, guck mal hier. Warum sollte man sich eigentlich im Kino fotografieren lassen? Mit welcher Begründung? Naja, gehen wir da rein. Es kommt sowieso wieder ein wahrer Blockbuster-Film, den wir uns alle gemeinsam ansehen werden. So, oh, es ist sehr voll, okay. Hinsetzen. Okay. Setz dich, Dame. Genieß den Film. Es waren damals drei Krieger. Sie fuhren in die Schlacht. Sie bekämpften drei andere weitere Krieger. Doch beide Krieger haben gesagt, alle sechs Krieger haben gesagt, lasst uns lieber hinsetzen, lasst uns reden. Krieg ist keine Lösung. Und dann haben sie den Frieden beschlossen. Das ist der Film. Echt traurig, was ich gerade erzählt habe. Oder das ist ein Drama, kann man sich gar nicht vorstellen. Ach ja. Der juckt erstmal im Gesicht. So, wie lang geht der Streifen? Ist unterschiedlich, ne? Manchmal sind die Filme sehr lang hier in dem Spiel, manchmal auch sehr kurz. Was soll man dazu sagen, ey? Ich habe ganz gedrückt. Ich habe mich nicht einmal bewegt, bin nicht einmal auf ESC gekommen. Auf einmal kommt die Option. Alles klar. Können wir mal ein bisschen mit der reden? Ja, wir müssen ja unsere Liebe. Oh, Film ist vorbei. So. Warte, ich lasse ihn noch eben reden. Muss ja alles anreden. Ja, alles klar. Abrupt haut der ab, der Typ. So. Jetzt müssen wir unseren Vlog noch schneiden hier. Das heftigste Kino aller Zeiten. Oh, wir sind komplett ausgeschlafen, haben komplett Essen, das ist doch gut. Ja. 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 Das ist blöd. Warte mal, ja. 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 So kommt doch alles ineinander. Hier sehen wir das. So, zack, zack, zack. Okay. Das Interesse ist jetzt nicht allzu hoch, aber immerhin. So. Hoffentlich kriegen wir nicht wieder zu viele Dislikes dafür, das Video. Ah, Gott. So, in der Zeit gehe ich mal wieder arbeiten. Und zwar 40. Achso, wir können ja eigentlich schon die Luxusbude umziehen. Das können wir uns hier gleich mal angucken. Die Karriere muss weitergehen, Leute. Die Karriere muss weitergehen. So. Wir müssen jetzt gleich Level 1 und, Level, ja, Level 13 sein. Boah. Und wir haben eine neue Karte. Guck mal hier. Wütende Kritik. Okay. Alter, wie lange dauert das Video hier hochzuladen? So. Gehen wir mal eben schlafen noch schnell. Dann können wir mal gucken hier. Dein Zuhause. Dein neues Zuhause wahrscheinlich. Okay. Also, Anforderung 0. Wieso 0? Monatliche Kosten $320 brauchen wir dafür. Boah. Okay, das ist krass. Wieso haben wir da Mitbewohner im Zwei-Zimmer-Loft? Also die Anforderung ist, dass man $0 besitzt. Hä? Aber das Internet ist da besser. Wir können also mehr Videos aufnehmen. Ich überlege mir das.
Ich weiß nicht, sollen wir das machen? Sollen wir den Schritt schon wagen? Oder sollen wir lieber... So, ich gehe nochmal ein Auto waschen, damit wir nämlich ein bisschen... Ah, siehste, guck mal hier. Jetzt müssen wir wahrscheinlich wieder richtig... $48 müssen wir wieder reinpumpen. Das heißt, wir sind fast umsonst arbeiten gegangen. Toll. Warte mal, kann der nochmal zurückkommen? Wir haben nämlich müssen zur Präsentation nochmal. Wir kriegen nämlich Erfahrungspunkte, ne? Und mehr Erfahrungspunkte, umso besser. So, dann ziehen wir nochmal unser super Nerd-Gaming-Shirt an. Hey Kleiner, ich bin Straßburg, ich passe. Okay. So. Ach so, ja gut, ich hätte natürlich auch mal annehmen können, weil ich habe ja zuletzt schon gepasst. Das wäre mal ein bisschen Abwechslung gewesen. Naja. So. Okay. Hinsetzen und eine neue Präsentation. We Love Stapler. Das ist ein Rennspiel. Für was? Place? Was? Ich weiß nicht. Wir hängen aber gerade echt bei diesen 106.000 fest, ne? Es geht nicht bergauf. Wir haben sogar Abonnenten verloren. Ein Autorennspiel für Play Studios 2 von der Marke Honey. Nicht Sony, Honey. Das ist mal wieder eine richtig krasse Überraschung. So, das Game wird am 2. Juni veröffentlicht. Wo sehen wir eigentlich das Datum? Sieht man nirgendwo. Außer am Handy. Doch, am Handy sieht man das, ja klar. Ich nehme alles zurück. Aber wir mal klatschen. Ihr seid die besten Entwickler der Welt. Ja! Wann kommt The Last of Us 2? Okay. Ich kann euch mal, ja. Ich kann ja mal jetzt hier schauen, ob wir es jetzt endlich mal schaffen. Ob wir jetzt den Bodyguard überzeugen können. Die Presse posieren. Wir versuchen es einfach so lange, bis es klappt. So, geh mal weg da. Lass mal den Pro dran. Ja, das war gut. Wir sind Level 13 jetzt und haben neues Talent. Können wir das hier machen? Was ist das? Freund der Belüscher, sei der Erste, der das Spiel anspielt. Dank. Oh, nice. Okay. Das könnte viele Klicks bringen. Du kannst jetzt gehen, Dennis. Danke, dass du erschienen bist. Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es geschafft. Und wir haben jetzt guten Draht zu den Publishern. Es wird immer besser. Also ab 100.000 ist man anscheinend jemand. Ja? 100.000 ist man jemand und kann stolz sein. So. Ach Gottchen. Ja. Jetzt ist natürlich die Frage, wie geht's weiter in unserem Leben, ne? So. So, da ballern wir noch ein bisschen Hype rein. Halt, diese monatliche Miete in der neuen Bude wäre schon ein bisschen zu krass, oder? So. Dann nehmen wir noch was auf. Kam das denn hier an? Huch. Es geht eher runter, ne? 34. Das Interesse ist nicht mehr so da. Aber wir brauchen neue Games, Leute. Leute. Wir brauchen neue Games. So, pass auf. Einkaufen. Gibt's denn gerade? Stardew Adventure. Ah, nur 3 Sterne. Siehst du was? Oh, guck mal hier. Manic Fashion. Aber mal, probieren wir mal aus. So, neues Game. Achso, das muss ja erst kommen. Es tut mir leid. Es muss erst kommen. Wie komme ich hier raus? Hallo, schließen. Ben. So. In der Zeit snacken wir mal. Was ist das hier? So, guck mal. Essen. Eigentlich immer jetzt sehr, sehr krass das Gameplay, also es wiederholt sich dermaßen jetzt. Aber naja, geil. Wir wollen ja noch umziehen und so weiter. Wir wollen es auf den Olymp des YouTubes Kosmos schaffen. So. Okay, da machen wir noch ein Unboxing von, ne? Doppelt gemoppelt. Ist gerade rausgekommen, geht bestimmt ab. Fashion. Wie schauen wir mal, Fashion. Hammer. Ne, warte mal. Bin zu doof, Fashion zu schreiben. Achso, ich weiß. Bibis Super Prank Unboxing mit Schminke. Schminke. So, manchmal ein Blackout im Kopf, ne? So, das hier bestimmt gut ankommen. Bibi ist ja ein Garant für Qualität auf YouTube, wie wir alle wissen. Genau wie Liont. So, wie nehme ich das hier? Hallo? Ich kann nichts anklicken. Warte mal. Vorsetzen. Ah, jetzt ging es. Okay. Das war irgendwie am Festhängen. Ach Gott. Fachlicher Kommentar. Hör mal. Sie wollen mal wissen, fragen Sie den Fachmann hier, mich. So, okay. Da brauchen wir eigentlich nicht. Da, warum soll man wütendes Kommentar geben? Ist ja... Wir haben ein Easter Egg gefunden. Da freuen wir uns darüber. Dann machen wir ein fachliches Kommentar. Pff.
fröhliche Äußerung und dann ist das Video auch schon fertig. Mehr kann man nicht machen, weil wir nicht mehr... Achso, hier können wir noch einen Sackhasch... Ah, nein, nein, nein. Oh, egal. Egal. Ja, weiter. Was macht er denn da? Hä? Achso. Ich dachte gerade, der ist irgendwie... Naja, so. Mhm. Warte mal. Damit können wir gar nichts mehr anfangen, oder? Ne. Ne. Ja, ich bin ja dabei. Oh, wir verlieren Abonnenten. Das ist nicht gut. Ein neues Video wird kommen, Freunde. Geduldet euch. So. Hochladen den Shit. Go! Ne, gerade nicht Esperanza, sag mal. Ach, das war gar nicht Esperanza. Das war jemand anderes. Sie nehmen wir alle gleich aus. So, pass auf. Wir müssen ja echt die Kosten halten. Im Spieleladen arbeiten gehen. So, die Zeit. Oh, ist jetzt mit ihrer Freundin gestritten. Ja. Wen wundert's bei deiner Persönlichkeit? So. Oh, schnell ins Bett. Hat viel geackert. Viel geackert, dann gehen wir schnell in die Pofe. Video ist ja hochgeladen. Und läuft auch gut, ja, wir kriegen wieder Abonnenten zurück. Und ich sag mal so, liebe Leute, wir sehen uns dann wieder in der nächsten Episode von YouTubers Live hier auf dem Kanal. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Macht doch einen Daumen hoch, wenn euch dieses Let's Play immer noch gefällt, ne? Das Leben als YouTuber ist ein Traum. Und macht's gut. Ciao.